Hallo, heute möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick geben, wer wir sind, und ich möchte unsere Schule einfach mal vorstellen. Unsere Schule, das ist das Berufskolleg Bleiberg-Quelle, und das Kernzentrum unserer Schule sind eigentlich unsere Kollegen. Mein Name ist Ludwig Wenzel, ich bin hier der Schulleiter, und mit mir begrüßen Sie die Kollegen, die Sie jetzt auf dem Bild sehen. Es passiert immer wieder, dass unsere Schüler gefragt werden, was ist das Beste an dieser Schule? Und ich freue mich darüber, dass sie immer wieder sagen, die Lehrer. Die Lehrer sind das Beste, was wir hier haben. Und wir freuen uns darauf, Ihnen jetzt etwas zu sagen. Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, wenn Sie sich für unsere Schule interessieren, schauen Sie auf diese Präsentation und Sie erfahren einige wichtige Informationen. Unser Motto: Wir machen Sie fit für die Zukunft. Damit meinen wir, es geht um die Zukunft und es geht um fit sein. Fit sein umfasst bei uns verschiedene Kompetenzen. Kompetenzen sind Fähigkeiten, etwas, was Sie können. Das geht nicht nur um fachliche Kompetenzen, sondern es geht auch darum zu gucken, was können Sie für persönliche und soziale Kompetenzen erwerben. Und wir sprechen auch hier von einer Perspektive auf die Zukunft, nämlich, was macht mein Leben sinnvoll, was macht mein Leben tragfähig, damit ich auch für andere eine gute Orientierung geben kann. Dafür wollen wir uns einsetzen, daran wollen wir mit Ihnen arbeiten, darauf freuen wir uns. Wir gehören zum Bildungszentrum Bleiberg-Quelle. Das Bildungszentrum umfasst einmal die christliche Gesamtschule, die Quellenzwerge, eine Kita, eine U3-Einrichtung und das Berufskolleg Bleiberg-Quelle. Wir sind eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Bei uns können alle Schulabschlüsse gemacht werden, wie an staatlichen Schulen auch. Und wir haben einen Schwerpunkt im Sozial- und Gesundheitswesen. Bei uns kann man alle Schulabschlüsse machen. Vom Hauptschulabschluss nach Klasse 9, Klasse 10, die FOR, die Fachhochschulreife, Abitur und es geht sogar noch weiter bis zum Bachelor. Bachelor of Arts, Soziale Arbeit oder Bachelor of Education. Ein Schwerpunkt an unserer Schule ist die EP, Erlebnispädagogik. Hier geht es darum, eigene Grenzen zu erfahren und kooperatives Lernen mit anderen einzuüben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Mediendidaktik. Wir wollen gucken, wie können neue Medien nicht nur im Unterricht eingesetzt werden, sondern wie können Sie als unsere Schüler, Studierenden, lernen, mit diesen Medien zielgerichtet umzugehen, um sie für Ihre spätere Zielgruppe auch nutzbar zu machen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Religionspädagogik. Wir setzen uns mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen auseinander. Wir machen Wochen der religiösen Orientierung, Projektwochen und vieles mehr. Ernährung, gesunde Ernährung ist uns sehr wichtig und wir wollen das auch im Sinne von Nachhaltigkeit an vielen Stellen in diesem Schulleben hier integrieren. Bei uns an der Schule gibt es unterschiedliche Ausbildungsberufe, die ich Ihnen hier jetzt kurz vorstellen möchte. Wir bieten an die Kinderpflege, die Sozialassistenz. Wir bieten an die Fachoberschule und das berufliche Gymnasium mit dem fachlichen Schwerpunkt Erzieherausbildung. Wir bieten die Erzieherausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik an und haben sogar verschiedene Bachelorangebote. Eine Kooperation ist die Zusammenarbeit mit der NHL Stanton University in Leeuwarden und die andere ist die Kooperation mit der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Hier geht es um den Abschluss soziale Arbeit und Erzieherausbildung. Wir bieten aber etwas ganz Neues, Besonderes an.
nämlich die internationale Grundschullehrerausbildung, auch in Kooperation mit der NHL Stanton University in Meppel. Unsere Schule ist für alle Schüler offen. Das ist uns sehr wichtig. Jeder kann so kommen, wie er ist, und kann auch so gehen, wie er ist, egal welche Religion, welche Weltanschauung er mitbringt und was er so an Besonderheiten hat. Aber wir möchten sehr deutlich sagen, dass wir eine christliche Schule sein wollen. Wir wünschen uns von jedem unserer Schüler und Studierenden, dass er die Bereitschaft mitbringt, sich mit uns auseinanderzusetzen. Also mit uns über verschiedene Fragestellungen ins Gespräch zu kommen. Und das wollen wir an vielen Stellen machen. Unsere Schule beginnt morgens mit einem Tagesimpuls, den die Lehrer setzen. Aber wir haben auch viele, viele andere Aspekte, die unser christliches Dasein irgendwie ausmachen. Und zwar haben wir zum Beispiel Schulgemeinschaftsstunden, Schulgottesdienste und manches mehr. Wir lernen in einer sehr schönen Umgebung. Unsere Räume sind gut ausgestattet, gepflegt und wir begleiten Lernprozesse individuell. Wir wollen eine gewalt- und suchtfreie Schule sein. Wir wollen einen Raum anbieten, wo sie lernen können und wo sie studieren können, in dem sie einfach sich sicher fühlen, wo sie wissen, hier kann ich mich frei bewegen, hier kann ich fröhlich sein und lachen und hier geht es mir einfach gut. Und alles das, was da hinderlich ist, möchten wir weitgehend aus dem Weg räumen und wollen da sehr intensiv dran arbeiten. Die Quellenzwerge sind ein Angebot für unsere Schüler und Studierenden, manchmal auch für Lehrer, die während dieser Zeit, in der sie an unserer Schule sind, schwanger werden. Oder ein junges Kind unter 3 Jahren mitbringen und vor der Frage stehen, Ausbildung oder Kind. Wir möchten beides ermöglichen und dafür haben wir eine U3-Einrichtung, die Quellenzwerge, direkt auf unserem Gelände und bieten hier eine qualifizierte Betreuung für die Kinder an. Ein letzter Aspekt, den ich noch sagen möchte, ist das Wohnen. Hier auf dem Gelände ist es auch möglich, ein Zimmer zu mieten und in einer Wohngemeinschaft mit einzuziehen und das Leben und das Lernen mit anderen Schülern, Studierenden hier zu teilen. Wir freuen uns sehr, dass es hier wunderbare Gelegenheiten gibt, sich auszutauschen und diese Zeit für gute Lernprozesse zu nutzen. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und freue mich über Ihr weiteres Interesse.